Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Dotech Geo Volume 3 Redemption. Mit einer etwas seltsamen Party gehen wir jetzt einfach mal los. Gucken, was passiert. Könnte schwierig werden. Wir sollen auf jeden Fall unsere besten Partymitglieder fürs Ende aufbewahren. Das habe ich damals falsch verstanden und habe dann einfach, ja, Probleme gehabt, sagen wir es mal so. Also der Tipp ist schon sehr, sehr praktisch und sehr, sehr wichtig und sollte man beachten. What? Ja, wie ihr seht, Doppelgänger. What's this? How dare you imitate me, you cursed little fools! Doppelgängers. Looks like they're not making it easy for us. All right, let's wipe these out first. Everyone, let's go! Ja, tatsächlich Doppelgänger. Nicht so schlimm wie die, gegen die wir schon kämpfen mussten. Und definitiv dem Level angemessen. Das heißt also, der Arcade-Doppelgänger ist eben auch ein Arcade-Doppelgänger. Und der Pyros-Doppelgänger ist eben ein Pyros-Doppelgänger. Sie nennen sich Anti-Existenzen. Aber ja, das ist schon ganz praktisch, dass der Arcade-Doppelgänger prinzipiell dann auf Level 72 ist und nicht auf Level 150, so wie der hier. Also sind tatsächlich dem Level angepasst. Aber es funktioniert. Es funktioniert irgendwie. Gut, ein ganzes Level-Up kriegt sie nicht, aber... Schon wieder. What? They're reviving. Damn it. Damn it. I'll never finish them off. I can't wholeheartedly assure you that the slow Doberman shall valiantly hold the enemy off here. I'll hold them off right here. Don't you worry about a thing. Thanks, everybody. I'll leave it to you. Okay, Pyros hat zwar gesagt, er kann es mir nicht versprechen. Wohingegen die definitiv schwächere Arcade gesagt hat, ja, keine Sorge, überlass es mir. Aber ist okay. So, Syllabus und Gasper. Die beiden sollten auch noch ein bisschen Action kriegen. Also nehmen wir die beiden und gehen weiter. Ja, ihr seht's eigentlich, aber ja, Tatsache, hier ist es nochmal. Also zumindest so ein rundes Areal, wo wir nochmal eine Party mitnehmen müssen, die schwächer ist als unsere Hauptparty. I'm fighting too. Let's go, Haseo. Haseo? I'm doing this too. All right. Everyone, let's go. Here goes. Dann machen wir es halt nochmal. Ja. Und ich fange definitiv immer mit einem Skill als Konter an, denn ich habe keine Lust, dass mir das Ding da tatsächlich mit Justice vor die Nase direkt springt. Und jetzt ist der Kampf schon gewonnen. Ja, ja, ja. Also, die Pistole definitiv besser als das Steam Gunner. Unabhängig vom Level. Im Grund kriegt Syllabus aber mehr Erfahrungspunkte dafür als Arcade. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass Anti-Existenz B und C, Syllabus und Gaspard,
höher levelig waren als Kates Doppelgänger. Das ist zumindest die einzige Erklärung, die mir sich da bietet. There's no doubt about it. Kubia is starting to revive. I'll do my very best to help you out, Haseo. So hurry up. Go on ahead. Don't you worry. I'm gonna fight real hard. You go on ahead, Haseo. Hurry. Thanks. I'm counting on all of you. Everyone, hang in there. Okay. Und ich meine, ja, wir müssen es nochmal machen. Wen haben wir denn noch von den normalen Spielern? Na, ihr seid ja nicht wirklich normal, ne? Antares und Matsu, das kommt doch hin. Wobei ich ja auch tatsächlich keine Ahnung habe, ob jetzt Kaede als Hackerin fungiert oder ob sie einfach nur weiß, was Zelkova macht. Aber wenn sie das weiß, dann muss sie ja irgendwie auch irgendwas drauf haben. Vermutlich, denke ich mal. Ach, ich habe keine Ahnung. Damn it, not again. I'm up against a copy of myself, huh? Well, I won't lose. Let's go, Haseo! You copying me? Oh, that's funny. But there's no way you're ever gonna be able to copy my courage. All right, everyone, let's go! Bring it on! Ja, machen wir es halt nochmal. Weil es so schön war. Mein Bild weg, aber dem Spiel geht's wohl gut. Also passt das schon. Aufnahme läuft jedenfalls weiter. So wie es aussieht. Haben wir es jetzt? Okay, weitermachen. Nein? Okay. Ja, nach wie vor natürlich. Wenn meine Anti-Existenz auf einmal anfängt, voll zu pumpen mit Blei, ist natürlich auch ein bisschen anstrengender. Aber es funktioniert. Und lasst mich raten, die Dinger kommen wieder. Oh nein. Schocke, schwere Nacht. Tatsächlich kommen sie wieder. Wen wundert? There's no doubt about it. Kubia is starting to revive. If there's anything us old geezers are good for, it's times just like this. You go on ahead. Haseo, I believe in you. So you gotta believe in me. And go finish off that devil! Just a little more. Please, everyone, don't get killed. Okay. Jetzt müssten wir eigentlich zum Kern der Sache vordringen können. Das heißt, jetzt kann ich meine ultimative Party rauszucken, ziehen, wie auch immer. Das sieht dann ungefähr so aus. Liegt vor allen Dingen aber auch daran, dass die ihre Lost Weapon fertig haben. Das ist der finale Kampf gegen den Kubia-Kern. Und hier sollen wir unsere finale Truppe wirklich benutzen. Habe ich damals nicht, war ein bisschen anstrengend. Oh, das Ding hat Flügel. Ich habe nur so einen Block gesehen, aber das Ding hat Flügel! Ja, damals, das allererste Mal, wo ich es gespielt habe, habe ich dann mit einer sehr schwachen Party dagegen kämpfen müssen. Weil ich es falsch verstanden hatte. War mal was anderes. Ich weiß nicht, warum ich das nicht verstanden habe. Ich habe gedacht, das kann nicht sein.
Es hat abgehoben. Ob man das jetzt in Teile teilen sich es nennen kann, weiß ich nicht, aber es hat sich aufgeteilt. Wenn man es unbedingt so sagen möchte. In die Luft geflogen. Hat sich von dem komischen Boot getrennt. Looks like everyone's efforts has cornered the anti-existence. Isn't that so, Haseo? Is this our chance to defeat it? We can settle everything now. Everyone, are you ready? Ist das da ein Haseo auf dem Kopf? If I'm with you, Haseo, then I can't lose! My sword follows your will. Let us go, Haseo. Yeah. This is it! We're putting an end to it all! Let's go! Auf jeden Fall mag ich den Hintergrund hier. Ich mag das Kampfareal. Das hat halt was von Ende der Daten. Wie man es halt nennen möchte. Wäre schön, wenn ich irgendwas attackieren dürfte. Ah. Ja, das war der rechte Kubia-Kern. Das war der linke Kubia-Kern. Wow, das ging aber schnell. Was wird das? Au, 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 au. Das war der Schild. Ja, man könnte sagen, ich bin überlevelt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so einen Unterschied macht, aber ja, ich bin ein wenig, krass drauf. Das war der zentrale Kern. Ihr könnt euch jetzt vorstellen, der Kampf würde so ein bisschen länger dauern. Länger heißt aber nicht schlimmer, nur länger. Ja, Did we do it? Aber tatsächlich ist es ein Haseo da oben auf dem Kopf. Ha. It's splitting. Could it be aiming to destroy us too? Is it self-destructing? It's as powerful as the rebirth. If it releases it all at once, who knows what could happen? That would cause an immeasurable strain on the network. Yeah, and that would cause... a network crisis. How are we gonna stop it? If we unify the power of our epitaphs and turn it against Kubia. But that would... We don't have anything else, do we? We've gotta try! There's no time! Give your epitaphs to Haseo! I'm counting on you, Haseo! Haseo, please! Ich habe übrigens keine Ahnung, ob Saku und Bo tatsächlich beide da wären. I know you can do it. Wenn man sie verschwinden lässt, aber ich denke mal nicht. Und wenn doch, ist es sehr merkwürdig. Everyone's voices, their thoughts are with me.
das jetzt was gebracht? Nie gut, wenn der Arm bricht. In tausend kleine Stückchen. Little children of Morgana. Pray now, as hard as you can. Only a strong prayer can change the world. And now, you have them all. Oh, Ovan. Can we do it, Haseo? Yeah, of course we can. Und für mich pures Gänsehautfeeling. Ich liebe das Spiel. Was bleibt mir anderes zu sagen? Ich liebe das Spiel. Punkt. Ich liebe die Geschichte, ich liebe das Spiel. Ich liebe dieses Wechselbad der Gefühle, was auf allen eintrischt, die ganzen drei Spiele über. Alright, this is it. It's time. All of the feelings that I've carved deep into the world are going into this one attack! Fuck yeah! Auch wenn man meinen sollte, er würde eher drauf schießen als schlagen, aber... Jetzt teilt es sich zwar immer noch, aber definitiv vernichtet. Fragwürdig ist halt nur, wenn es die Anti-Existenz von Epitaph-Nutzern ist, dann sollte doch trotz allem dieses Viech da bleiben, oder? Also solange es Epitaph-Nutzer gibt, das ist die Sache. Ovan! You've gotten quite strong. A lot stronger than you were back then. Well, I was... forced to become stronger, thanks to you. Bring your feelings together. I wonder how much further you will grow. Ich bin Level 150, ich wachse nicht mehr. Ovan, what are you saying? Oh.
Haseo. This is goodbye. Wait! I still haven't found a way to return your feelings! You're always like this! You always leave before I can tell you how I feel! And now you're leaving me again! Please, Oman! One ending, you know, is really a new beginning. We are not finished. Our journey will still continue. Don't you think that's true? So sagt man ja. What the hell are you talking about? I have no idea what you're talking about, Ovan! I still have so much I want to say to you! Awakened his heart. He heard your lament, and the deepest wish of his heart was to answer you. The bonds between our souls are what drive the world. And it will be all of you who drive our new world. Now, you must go. Little children of Morgana. Ovan. Aura mal so, ha? Huh? Nicht durch einer, sondern... Finally. Tatsächlich in... Laken und Haar. The confusion in the real world and the network... is finally calming down. And I think we avoided the real danger of the network crisis. The world finally returned to its daily routine, but a daily routine different from any it had before. Ich verstehe. Was sagen denn meine E-Mails? Oh Gott. Saku, I'm glad to see you're doing well. Keep on looking after Bo. He needs you. Sehe ich auch so. Kubia ist weg, alles ist gut. Ja. Nette E-Mail. We avoided a network crisis. That's a relief. Es ist vorbei. Ah, sie haben nichts mehr von Kubia gefunden. Das ist schön. Das ist wenigstens sehr gut. Project GU wird wahrscheinlich aufhören und sie hört dann bei CC Corp auf. Huh. So. You're leaving the CC Corp. As long as you're okay with that. Gute Arbeit. Ja,
keine Könige, keine Prinzessinnen, die uns danken werden, wie in guten alten anderen RPGs, aber was soll's. The world is back as it was. I wonder if Kuhn's princesses are back too. Ja, vermutlich. Always watching you. Entrance. This isn't the end by any means. Ich meine nur. Sehr schräg. Oh, it's okay to believe in yourself. You did save the world after all. Eben. Dritte Krise abgewendet. Ja, GU braucht nicht mehr da sein. Schließlich haben wir Aida eliminiert. Ja, sei ein normaler Spieler. I'm not the one who saved the world. The world is at peace again, because you pulled Project GU along all this way on your shoulders. You still drinking in the real world? Don't drink yourself sick, Master. It's bad for you. Syllabus. That's great. You keep looking after those beginners and show them how it's done. Ja, während wir unsere Gilde versuchen auf Level 9 zu bringen. Gott, Güte, so viele Mates! Good job, me, yeah. You really hung in there, Gaspard. Thanks. Prince Charming, huh? Ja. Ja, ja, so ist das manchmal. We were able to defeat Kubia once and for all because of help from everyone at Moontree. I guess you can go ahead and start Moontree up again now that the world's back to normal. Scheint so. Ja, wahrscheinlich wirst du fast gar nichts davon verstehen, aber passt schon. Wir kennen Matsuya. Come back again, Matsu. I mean it. I'll take you on anytime. Kurz und knackig. Gabi, that's a really short email. Genau. Ovan wanted you to live, Aina. Don't ever let his sacrifice go to waste. Sie haben sich wieder drum gekümmert. Sehr schön. Ja, diese E-Mail, die von einem definitiv seltsamen PC geschrieben wurde. Wir alle hören immer viel von ihr, wissen aber nicht viel von ihr. Werden wir uns beim nächsten Mal ansehen, denn dann geht's zum im Prinzip Ende. Und das ist wieder ein Video für sich. Und dann gibt es noch offen, was extra Zeugs, was wir machen werden. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.